Hallo und herzlich willkommen zur 66. Folge Krastorio 2. So, wir sind immer noch auf dem Weg dahin, Sachen zu bekommen. Auch bekannt unter Lasertürme und so weiter und so fort. Ich brauche für Lasertürme aber das Zeug hier noch, ne? Das heißt, ich sollte im Optimalfall vermutlich graue Pakete aufbauen. Aber auch nur so weit, dass ich da dann halt später, nachdem ich 150 Pakete habe, das Alien-Gedärme-Gedönszeug da, Biomasse oder was weiß ich, wie sie schimpft, hinschmeißen kann. Ich weiß zwar noch nicht so ganz, wie ich mir das vorstelle, hier überhaupt noch was hinzubauen, aber das ist egal. Ist genauso geil, wie dass ich noch gefühlt 3 Glas pro Stunde bekomme. Müsste ich eigentlich auch mal nachgeben dem Problem und gucken, woran es liegt. Eigentlich zumindest. Gut, dass da die Türme standen, weil sonst wäre ich gerade ganz leicht angepisst gewesen. Wie sind die Zerkleinerer? Cool. So. Einmal noch da hinten an den Erzförderer ran. Damit sollte das Ganze dann wenigstens wieder etwas besser aussehen bei allem. Zumindest in der Theorie. Aber Topf halt niemals reichen.
So. Bekomme ich überhaupt noch blaue Pakete? Na, gefühlt nicht wirklich, ne? Eventuell wird es ja so jetzt besser, wie es jetzt ist. So. Dann brauche ich jetzt die So, jetzt muss ich eigentlich nur noch 5 Tonnen Holz mehr loswerden. Warum auch immer ich immer so viel Holz rumfliegen habe, aber das ist egal. So. Dann einmal wieder hoch. High-Speed-Aufbaukommando. So. Dann einmal kurz den ganzen Wald weg hämmern. So. Und dann einmal so. Und jetzt bräuchte ich dann noch ein paar Fließbänder. So ein paar viele. Teiler, Untergrund, Fließband, das sollte hoffentlich reichen.
Das wird übrigens noch richtig witzig, weil ich Koks jetzt auch dann hier hochbringen müsste. So. So, dann brauche ich jetzt noch und ich werde wieder dran gegriffen. Schon ein bisschen nervig aktuell eigentlich. Einfach jedes Mal, wenn die irgendwo irgendwas angreifen, setze ich da jetzt einen Turm hin. Dann sollte ich mir vielleicht noch ein bisschen Munition einpacken. Dann funktioniert das Ganze mit der Taktik auch ein bisschen besser. Wäre jetzt funny gewesen, wenn der Zug da genau losgefahren wäre. Vor allem für die Zuschauer. So, und dann brauche ich jetzt gleich nur noch die tolle andere Sache, aka das andere Zeug zum Reinpacken. Fünf in 20 Sekunden. Das macht auch 25 Sekunden.
glaube, dann brauche ich 16 Anlagen von den anderen für das tolle Zeug. Dann brauche ich jetzt das andere tolle Zeug. Ach, wie wundervoll. Wo werde ich denn jetzt angegriffen? Ganz hinten. Nicht vom Zug überfahren lassen. Ich hätte eventuell nicht unbedingt gerade nur ein Strommast anbindungsmäßig bauen sollen, sondern vielleicht auf beiden Seiten was. Man lernt aber ja bekanntlich aus seinen Fehlern oder so ähnlich. Ich werde jetzt definitiv auf dem Rückweg keinen setzen, so wie ich mich kenne. Weil es war ja kein Fehler, es war ja alles super so. Es hat ja gut funktioniert, hat man gesehen. Muss mir jetzt nur irgendwas Besseres bei Glas überlegen. Ob ich will oder nicht. Noch ein paar Montagemaschinen. Neue Nanobots. Dann, wenn ich schon mal hier unten bin, kann ich jetzt auch mal Munition ein bisschen einpacken. Kann gleichzeitig aber auch mal das Zeug rauswerfen. So, dann einmal wieder nach da oben. So. Darf gleich noch Greifarme dann holen. So. Dann muss ich einmal auf euch umstellen.
Schön, dass das Einzige, was ich darauf packen kann, Stahl ist. Einmal da. So, damit haben wir dann Stahl schon mal drauf. So. Gut, dass ich noch genug Untergrundbänder dabei habe und so. Ich brauche jetzt erstmal noch Untergrund. Greifarme. Aber als allererstes brauchen wir erstmal ein Folgenende. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen. Tschüss.